Ich habe eine Kerze angezündet. Warum? Weil jetzt, gerade jetzt, etwas Tolles beginnt. Und zwar der Tag, den wir aus der Bibel als Sabbat kennen. Wissen Sie, ich bin gerne in der Natur. Ich liebe den weiten Blick unter leicht bewölktem Himmel und lasse gerne die Augen schweifen. Natürlich, in der Woche bleibt wenig Zeit dafür. Die Arbeitstage sind lang und man hat die landschaftlichen Schönheiten nicht immer direkt vor der Haustür. Aber wenn es klappt, dass am Wochenende schönes Wetter ist, dann freue ich mich doppelt. Manche gehen mit ihrem Hund spazieren. Ich habe keinen Hund, aber eine Kamera. Und ich habe eine verständnisvolle Frau, die geduldig wartet, bis ich das Foto oder den Filmclip im Kasten habe. Unter den Menschen, die vor vielen Jahrhunderten die Texte der Bibel verfasst haben, waren definitiv zumindest einige Naturliebhaber. Man kann das zum Beispiel bei verschiedenen Psalmen erkennen. Und auch der Apostel Paulus war überzeugt, dass die Natur in ihrer Schönheit wie ein Buch ist, das Rückschlüsse auf seinen Autor erlaubt. In der Bibel werden übrigens verschiedene Gründe genannt, warum die Menschen den Sabbat achten sollen. In den bekannten 10 Geboten heißt es zum Beispiel, dass man des Sabbats gedenken soll, weil Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat und am 7. ruhte. Wenn wir also am Freitagabend den Sabbat beginnen, dann ist das zugleich ein Symbol dafür, dass wir Gott als Schöpfer ehren. Wenn man sich an der Schöpfung freuen will, muss man manchmal gar nicht weit gehen. Obwohl, heute nehme ich Sie noch einmal in eine etwas entferntere Gegend mit. Schauen Sie mal. Das ist der See Genezareth. Gerade stehen wir am nordwestlichen Ufer und schauen hinüber in Richtung Syrien. Hier am Ufer dieses Sees hat Jesus gelebt, gewirkt und geheilt. Hier passierte es, dass die Jünger auf wundersame Weise mit Fischen prall gefüllte Netze ins Boot zogen. Hier hat Petrus den Fuß aufs Wasser gewagt. Hier hat Jesus einen lebensgefährlichen Sturm gestillt. Und hier fragte Jesus den Petrus: Liebst du mich? Eigenartig, dass dieser See, dieses kleine Gewässer auf unserem großen Planeten, solch eine besondere Bedeutung bekommen hat. Orte sind wichtig für unser Leben. Jeder Ort macht etwas mit uns. Wissen Sie noch den Ort, an dem Sie Ihre erste Liebeserklärung bekamen? Wissen Sie noch, wie es damals roch, welche Tageszeit es war, welche Jahreszeit, welches Wetter? Wie sah der Raum aus, in dem Sie Ihre Prüfung bestanden, heirateten, Ihr Kind bekamen, Ihr erstes Bewerbungsgespräch hatten? Tief in unserem Bewusstsein hinterlassen solche Ereignisse Spuren, die mit Bildern, Gerüchen, Lauten und anderen Empfindungen gekoppelt sind. Und wenn wir die Augen schließen, dann sehen wir das alles vor uns. Wir gehen zurück zu diesem Ereignis. Welch wundersames Gedächtnis. Der See Genezareth ist mit Jesus verbunden. Definitiv für die Jünger damals. Welcher Ort ist für mich mit Jesus verbunden? Wo fühle ich mich ihm nah und höre, wie er fragt: Liebst du mich? Können Sie so antworten, wie Petrus geantwortet hat? Und wären Sie bereit, der Bildsprache von Jesus entsprechend, sich um andere zu kümmern? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Erlauben Sie, dass ich nun ein kurzes Gebet spreche. Herr Jesus Christus, wir sind jetzt im Bild an dem See gewesen, wo du vor vielen, vielen Jahren gelebt hast. Und es ist schon erstaunlich, wie das heute aussieht, wie es damals war. Danke, dass du dich den Menschen so sehr zugewandt hast und dich auch uns zuwendest, auch an deinem besonderen Tag, dem Sabbat. Amen.
Vielleicht könnten Sie tatsächlich einmal überlegen, wo und wann Sie sich Jesus nahe fühlen. Sicher werden wir dabei unterschiedliche Orte nennen. Und wenn Sie als Familie diesen Abend miteinander verbringen, dann könnten Sie das Schiffepustenspiel spielen. Stellen Sie sich mal vor, eine große, vielleicht rechteckige Schüssel, Waschschüssel. Da können Sie solche Schiffchen, die gefalteten Schiffchen, reinsetzen und zum Start bringen und dann mit dem Strohhalm jeweils auf die andere Seite der Schüssel pusten. Und da drüben dürfen Sie dann, müssen Sie mal ausprobieren, ein oder zwei Fischlis einladen, dann wieder zurückpusten und dann ausladen. So lange, wie die Boote eben durchhalten. Und am Ende wird gezählt, wer die meisten Fischlis hat. Übrigens, wenn Sie selbst filmen, dann senden Sie uns doch Ihren Clip. In diesen kurzen Sendungen zeigen wir immer einen Videobeitrag, der zum Thema passt. Das kann aus der Natur sein, irgendwo ein schönes Erlebnis in Ihrer Familie. Sie haben vielleicht eine gute Videokamera oder eine Spiegelreflexkamera, die filmen kann. Dann nehmen Sie sowas auf. Oder Sie haben das Auge für das Besondere und lieben die Natur, haben besonders schöne Szenen aus dem Leben eingefangen. Wenn sich Ihr Videoclip eignet, würden wir den gern in einer Folge dieser Sendereihe ausstrahlen, damit sich viele Menschen daran erfreuen können. Haben Sie keine Scheu, machen Sie ruhig mit. Wir würden gern hier bei Shabbat Shalom Ihren Film zeigen und daraus eine Besinnung, so wie heute, für Groß und Klein gestalten. Sie helfen uns, Sie machen anderen eine Freude und sich selbst auch, denn das wäre doch nun mal was, wenn Ihr Video bei uns auf dem Hope-Channel laufen würde. Bitte machen Sie sich nicht die Mühe, da viel zu schneiden. Wir machen das hier und passen das Video entsprechend den Notwendigkeiten an. Informationen, was eventuell technische Voraussetzungen angeht und wo Sie das Video hochladen können, die erhalten Sie, wenn Sie uns eine E-Mail an die Adresse info@hopechannel.de senden, Stichwort Shabbat Shalom. Also, bin schon gespannt auf Ihre Beiträge. Und nun wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sabbat.